Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Last Guardian. Das letzte Mal haben wir Trico hier was zu essen gebracht. Und ich würde sagen, es geht heute weiter. Nicht darunter, schätze ich mal, weil von da unten sind wir gekommen. Sondern es geht vielleicht hier weiter. Hä? Nee. Okay. Dann geht's vielleicht hier weiter oder zumindest irgendwo raus. Oh, schaut doch mal ganz gut aus. Ganz nett. Ist eine gute Frage, wo es hingeht. Es ist so hell. Man sieht quasi gar nichts. Darüber vielleicht. Hä? Trico? Sehe nichts. Oh, da hoch. Oh, nice. Das hätte ich jetzt... Ne, ich jetzt wahrscheinlich gleich gesehen. Beziehungsweise rede ich mir das ein, damit ich nicht dastehe wie ein Vollidiot. Beziehungsweise ich rede es halt euch ein, dass ich nicht dastehe wie ein Vollidiot. Da hoch. Trico. Genau. Okay, bitte lass hier... Oh, hier ist durch. Hier ist gleich Ende. Wo, wo? Okay, ganz vorsichtig. Genau, genau. Okay. Hängen? Nein, nicht hängen. Lieber das hier. Lieber das hier machen, weil da unten war ich schon. Lieber das hier. Jetzt darüber laufen vielleicht. Gut, höher kommen wir auf keinen Fall. Und hier sind Gitter. Das heißt, wir müssen uns hier fallen lassen. Das kann auch schon mal nicht falsch gewesen sein, oder? Ja, da vorne ist es scheinbar zu Ende. Jetzt müssen wir halt nur einen Weg finden, wie Trico uns folgen kann. Trico kommt dann auf jeden Fall von da nach oben und dann... darüber weiß ich nicht so ganz. Auf jeden Fall, wir sind schon relativ nah an dem großen Turm dran. Das finde ich gut. Okay. Wobei, dieser Gang könnte groß genug sein. Oh, shit. Okay, das war gut, weil ihr könnt hier nicht drüber springen. Gut, ihr könnt... Holy shit! Okay. Ah, nein! Into the cool. I get the two nove. What is that? How is it? Wow. Oh. Alter. Das ist ja vielleicht geil. Okay, damit habe ich jetzt absolut nicht gerechnet. Die Folge fängt schon mal richtig gut an. Okay. Gut, dann... Ich glaube, wir müssen dort rüber... Probieren wir es einfach mal. Oder? Nee, wir können hier nirgendwo hin. Glaube ich zumindest. Geradeaus. Kommst du da nicht hin? Das wäre irgendwie ein bisschen beschissen, wenn das jetzt nicht funktionieren würde. Oder dann nach rechts? Nee, dann nach rechts ist, glaube ich, nicht so intelligent. Hier können wir auch nicht hoch. Nee, das ist viel zu hoch, oder?
Oder ist es zu hoch? Glaub schon. Nee. Nee, es muss da auf diese eine Plattform da sein. Auf diese eine Plattform und dann da hoch. Beziehungsweise nicht da hoch, aber halt darüber. Es muss in diese Richtung sein, oder? Es kann ja nicht da... Ho, ho! Oder kann es darüber sein? Probieren wir es mal, vielleicht geht's. Da entlang? Nö. Die Sache ist halt, die Distanzen sind hier gerade überall so verdammt groß. Und ich glaube kaum... Oh, da lang! Oh, ich seh's schon. Ich hoffe, waren wir da nicht schon? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Ich weiß inzwischen nicht mehr, wo wir waren und wo nicht. Egal. Gehen wir da lang. Also, da unten lang. Was hoffentlich geht. Muss da noch ein bisschen mehr gestreichelt werden, oder? Weil ich meine, da lang geht's ja scheinbar nicht, oder? Oder doch? Okay, ich dachte gerade schon, weil sich Trico vielleicht eher in die Richtung bewegt hat, dass es vielleicht eher da lang geht. Das schaut irgendwie so aus, als waren wir da schon mal. Ich kann es jetzt nicht wissen, aber ich habe es im Gefühl. Da allerdings, das schaut neu aus. Ja. Genau, ganz genau, das wollte ich. Mehr oder weniger. Genau, und jetzt darüber. Finde ich gut. Ich kann jetzt genau da lang. Oh. Ein Stückchen weiter in die Richtung. So, und jetzt lasse ich mir fallen, oder? Oh nein, es geht hoch. Holy shit. Okay, jetzt lasse ich mich fallen. Okay. Alles klar. Nee. Ist ein Weg drüber? Nee. Oh, Trico hat, glaube ich, Hunger wieder. Oder waren wir hier vielleicht doch schon mal? Nee, oder? Nee, ich glaube irgendwie nicht. Okay, hier runter können wir aber. Okay, Trico, schauen wir mal, ob es hier unten weitergeht. Okay, hier waren wir definitiv noch nicht. Schaut aus wie eine Arena. Ja, es ist, glaube ich, auch eine Kampfarena. Trico? Ja, es ist schon wirklich sehr aus wie eine Kampfarena. Mit Typen und Schilden. Es schaut fast aus, als wären wir jetzt gleich... Live-Zeuge eines Kolosseum-Kampfes. Nur halt das Trikot gegen die der Steinsoldaten ist. Anstürmen. Oh. Okay, Fight geht los. Fight in der Kampfarena. Ja, okay. Anstürmen. Genau. So! Genau. Oh shit. Mach meinen platt! Hast du ihn platt gemacht? Ja, sehr gut. Okay. Muss man nur schauen, dass keiner von den anderen, wie der mir da so hinterher rennt. Das finde ich irgendwie uncool.
So, du schießt keinen Speer auf Trico. Okay, ich glaube, es ist nur intelligent, die Typen mit den Schilden anzustürmen. Ach, ihr miesen Penner. Weg! Weg von mir. Oh, das war knapp. Oh, das war so knapp, wie es noch nie war. Dass ich an einen von denen verreckt wäre fast. Oh nein. Mit einem scheiß schwulen Schild. Ja, das hat funktioniert. Ja. Guck mal, du bist platt. Weil du hast kein Schild. Weil du mich trinkst. Okay, war's das oder war's das noch nicht? Ich komme nicht umhin zu denken, dass es das noch nicht war. So. So. Ja, doch, es war's, glaube ich, aber. Ganz ruhig, Trico. Wir entfernen dir erstmal die Speere. Ja. So, einmal. So, und zweimal. Es war wirklich fast wie im Bosskampf. Nur auf klein. Oh ja, Trico, ich weiß, es tut weh, aber anders ist auch nicht gut, mit Speeren im Körper rumzulaufen. Ich glaube, das war's aber schon. Oder? Okay. Gut. Oh, geht's da oben durch? Weiß ja. Hänge ich mir mal an Trico ran. Hä? Das ist ja ein Hebel für. Wir müssen da den Hebel aufkriegen, glaube ich. Alles klar, sehr gut. Ja, Trico und ich sind schon ein eingespieltes Team. Ich kann noch nicht so super auf ihm rumklettern, aber das macht noch nichts. Das macht nichts. Von wegen noch nichts. Okay, da es hier scheinbar ein bisschen enger wird. Hm? Moment. Jetzt schauen wir uns jetzt mal an, was ist denn das hier? Okay, wir können das greifen. Was auch immer das sein soll. Das schaut so aus, wie eins dieser alten römischen Dinger, um irgendwelche Lebensmittel herumzubringen. Ha. Ha. Ich verstehe es gerade auch nicht, Trico. Okay, hier ist dasselbe in gebrochen. Können wir Tricos Schwanz da einfädeln? Aber was würde das bringen? Ich meine, wir müssen da oben wahrscheinlich eher nicht hoch, aber es ist überhaupt eine gute Frage, wo wir hin müssen. Hä? Befehle erteilen. Okay, probieren wir. Was passiert denn, wenn wir Trico sagen, dass er irgendwas mit dem Ding da machen muss? Was ich nicht weiß. Aber ja, da unten das Ding. Genau.
Nee, weiß auch nicht, was er damit tun kann. Egal, gehen wir mal raus. Vielleicht ist da irgendwas. Wahrscheinlich auch nicht. Da ist aber auch kein anderer kleiner Weg nach draußen da auf der Seite, oder? Nein. Und einfach mal schauen, ob wir da hoch können. Oh, ich hab die Idee, oder? Das war es noch nicht ganz, aber ich glaube, du musst das hier in den Mund nehmen, den Griff, und dann das da hochschleudern, um das zu zerstören. Oder? Das wäre jetzt meine Idee, aber scheint nicht zu funktionieren, und da einfach hoch geht, glaube ich, auch nicht. Gut, dann werde ich jetzt noch mal hier ein bisschen rumprobieren. Für euch gibt es einen kleinen Cut. Wir hatten jetzt länger keine Stelle, wo ich nicht sofort oder mehr oder weniger sofort gewusst habe, wo es abgeht, aber hier kann ich es mir gerade nicht denken. Ich schaue mich noch mal ein bisschen um und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, es hat eine halbe Ewigkeit gedauert, aber ich weiß, wo es weitergeht. Ich habe es jetzt einmal geschafft, aber ich möchte es gerne nochmal mit Commentary schaffen, einfach um zu sehen, ob ich das wirklich nochmal schaffen kann. Das war bis jetzt die längste Zeit hier, die ich gebraucht habe, um ein Puzzle zu lösen. Ich habe jetzt, also diese Folge ist bei mir im Moment 42 Minuten lang. Und ich habe, glaube ich, seit circa Minute 15, 18, so in dem Dreh, jetzt halt nicht mehr wirklich was on camera gezeigt. So, wir füttern hier erstmal Trico. Ich weiß nicht, ob das ganz wichtig ist. Ich habe es auf jeden Fall gemacht. Und jetzt schaue ich, ob das nochmal funktioniert. Ich habe alles versucht. Versucht nochmal rauszugehen, ihn zum Hochjumpen zu bewegen, was er nicht gemacht hat. Dann habe ich mal gedacht, das muss dann auch falsch sein. Und jetzt... Ah, verdammt. So, da lang. Genau, okay. So, das ist schon mal der erste Step, hier rauszukommen. Jetzt muss ich das relativ gut hier unterhalb platzieren. Gut, dass hier ein riesiger Schatten ist. Gut. So, und was wir jetzt versuchen müssen ist... Ich weiß nicht hundertprozentig, wie ich es geschafft habe. Ich habe es geschafft, da hochzukommen. So. Befehle erteilen. Den Jungen Befehle zu teilen. So. Trico macht das von gerade nochmal. Macht das von gerade nochmal. Genau, aber mit... Genau! Yes! Ich habe es tatsächlich nochmal geschafft. Wunderbar. Okay, es war dann doch nicht so hart. Das Rausfinden war deutlich schwieriger. So. Was macht das jetzt für ein Tor auf? Gott. Okay, ich mache einfach alle scheiß Tore auf. Nachdem ich nachgeschaut habe, ob da nicht irgendwelche Soldaten sind. Hier scheinen keine Soldaten zu sein. So. Einfach alle Tore aufmachen. Oh, dammit. Da ist ein Soldat. Finde ich uncool. Da aber nicht, Gott sei Dank. Alles klar. Dann irgendwo hier muss der Ausgang sein, genau. Trico! Hier, ja.
Rico, hier nach oben. Ich hoffe, wir schaffen, dass es das Rico hier hochkommt. Ich hab's, als wir unten waren, beide nicht geschafft, ihn zum Hochkommen zu bewegen. Rico? Rico? Hallo? Ja. Ja. Alles klar. Wunderbar. Okay, dann lassen wir Rico sicherheitshalber mal den Typen hier töten. Ich weiß nicht. Achso, nee. Hä? Okay. Ich glaube, ich weiß langsam, wofür das gut ist hier. Und zwar kann man wahrscheinlich Helme da dann herbringen. Und es gibt wahrscheinlich irgendwie so ein Special-Ding bezüglich... Man tötet alle von den Typis. Okay, jetzt schauen wir aber erstmal, wo es hier noch überall lang geht. Oh, hier ist schon wieder hell. Muss man wieder ein bisschen... Okay, hier geht's weiter. Jetzt gehen wir mal da lang. Oh, geht es dann einfach nur wieder hierher zurück? Achso, okay, ja, weil da ja geschlossen ist. Okay. Alles klar, dann begeben wir uns wieder mal auf Rico drauf. Ho. So, okay. Den Bauch hochklettern. Hat er noch Speere jetzt eigentlich drinnen? Ich glaube nicht. Gut, ich glaube, es geht hoch. Darüber eventuell. Ja, da in diese Höhle, glaube ich. Da bin ich mir jetzt gerade ziemlich sicher, dass es da oben lang geht. Ja, muss es ja eigentlich, sonst sehe ich hier keinen vernünftigen Weg weiter. Genau, da hoch. Ja, genau. Rico und hopp. Alles klar. Und weiter in die Richtung. Ich bleibe jetzt erst nochmal wieder auf Rico drauf. Beziehungsweise... Rico will scheinbar nicht. Ha! Ha! Oh, da hoch. Ich möchte aber trotzdem noch schauen, was hier abgeht. Eigentlich nichts. Hm. Keine Ahnung. Ich sehe hier nicht wirklich einen Weg. Ich bin mir ziemlich sicher, dass unten weitergeht. Oh, aber hier gibt's was. Hier gibt's Bonusfresschen für Trico. Genau. Bitte. Genau. Alles klar. Dann würde ich sagen. Wieder raus aus der Höhle. So. Und raus hier. Und wieder auf den normalen Weg lang. Oh. Ich weiß übrigens überhaupt nicht, wie lang die Folge ist. Weil ich, wie gesagt, 40 Minuten... Ja... Ich glaube, den Sprung hoch können wir noch wagen. Da rechts hoch nämlich. Da nach oben. Nicht nach unten. Nicht nach unten. Nee, nicht nach unten. Durchaus weiter nach oben. Genau. Oder vielleicht hier an der Seite entlang. Probieren wir noch einmal da hochzukommen.
Nein, 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 nicht nach unten. Okay, nee, dann ist der Weg auf jeden Fall falsch, wie ich ihn gerade gedacht habe. Gut, dann würde ich sagen, geht's. Müssen wir irgendwie an der Klippe entlang, oder? Geht's da nicht lang? Oder bin ich vielleicht wirklich vollkommen dämlich? Und es geht hier tatsächlich noch weiter. Irgendwie. Doch, gut, es könnte rein theoretisch irgendwie oben lang gehen. Ja, da oben geht's lang. Ich hab's gesehen, keine Ahnung. Keine Sorge, ich bin nicht vollkommen dämlich. Bin nicht vollkommen verblödet noch, aber ich würde sagen, da hoch gehen wir dann beim nächsten Mal bei Let's Play The Last Guardian. Und bis dahin sage ich Tschüss, Leute.